zu Wort gemeldet ist der Herr Abgeordnete Josef Muchitsch. Ich erteile es Ihnen. Sehr geschätzte Frau Präsidentin, sehr geschätzter Herr Bundesminister, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bedanke mich einmal vorweg, dass heute die Möglichkeit ist, im Rahmen der Aktuellen Stunde das Thema 50 plus, wie gelingt es uns, ältere Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen mit 50 plus länger in Beschäftigung zu halten. Gelingen wird es uns nur dann, meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn alle Beteiligten, die dazu einen Beitrag leisten können, sollen und müssen, auch tatsächlich einen Beitrag leisten wollen. Und das beginnt bei den Betroffenen selber, da werde ich noch später etwas eingehen, weil niemand will dementsprechend vorzeitig in eine Pension flüchten, wenn die Höhen einer Invaliditätspension derartig niedrig sind. Es ist gefragt, die Politik, indem sie Maßnahmen setzt und Rahmenbedingungen schafft dazu und letztendlich die Wirtschaft, die wir als Partner brauchen, in dieser Problematik. Fakt ist, es ist gelungen, das tatsächliche Pensionsantrittsalter zu erhöhen. Wie der Herr Bundesminister bereits schon gesagt hat und auch Klubobmann Andreas Schieder, da ist noch etwas mehr drinnen. Hier können wir noch besser werden. Besser werden, wenn es darum geht, das tatsächliche Pensionsantrittsalter zu steigern, dort, wo es gesundheitlich vertretbar ist. Das heißt, wir müssen ganz klar unterscheiden zwischen den Berufsgruppen und den Branchen. Es gelingt uns aber sicherlich nicht, das tatsächliche Pensionsantrittsalter zu erhöhen, wenn wir damit Angst machen und verunsichern, das gesetzliche Pensionsantrittsalter zu erhöhen oder eine Pensionsautomatik einzufordern oder dementsprechend einen Vertrauensvorschuss oder Schutz den Betroffenen wegnehmen, indem wir sagen, ihr werdet länger arbeiten müssen, wir werden euch das gesetzlich aufdrängen oder wir erhöhen wesentlich früher in Etappen auch das Frauenpensionsantrittsalter. Damit schaffen wir es sicherlich nicht, außer man will Pensionen kürzen. Wenn man Pensionen kürzen will, dann muss man sagen, ja, wir wollen eine Pensionsautomatik, ja, wir wollen das gesetzliche Pensionsantrittsalter erhöhen. Schaffen tun wir es mit anderen Maßnahmen und diese Maßnahmen sind bekannt. Wir treten dafür ein, dass es Änderungen gibt im Bundesvergabegesetz, wo wir bei den Zuschlagskriterien auch einen Bonus haben wollen für die Beschäftigung älterer Arbeitnehmer, nicht nur jüngerer Arbeitnehmer, sondern auch älterer Arbeitnehmer. Und Fakt ist auch, dass es uns gelingen muss, die Konjunktur anzukurbeln, Wirtschaft anzukurbeln, um dementsprechend wieder mehr Chancen zu haben, auch ältere Arbeitnehmer zu beschäftigen. Ich habe leider das Vertrauen darin verloren, indem ich sage, der Wirtschaft ist es wichtig, ältere Arbeitnehmer zu beschäftigen. Ich sage Ihnen das ganz offen, weil es viele, viele Beispiele gibt, wo ältere Arbeitnehmer ausgetauscht werden, wo sie ersetzt werden durch andere Arbeitnehmer, oftmals auch aus Nachbarländern. Und deshalb trete ich wirklich ein für ein Bonus-Malus-System. Dieses Bonus-Malus-System ist wirklich notwendig, weil keiner dieser Betroffenen, die vorzeitig in Pension gehen müssen, machen das dementsprechend freiwillig. Einfach deshalb, weil diese Pensionszuhöhen bei den Neuzugängen 2014, Sie kennen diese Zahlen, sehr, sehr niedrig sind. Wenn ein Mann 1223 Euro brutto Pensionshöhe hat monatlich und eine Frau 808 Euro brutto Pensionshöhe hat monatlich, dann ist es wirklich kein Paradies zu sagen, ich flüchte in eine Pension, ich will dorthin, sondern das ist eher jener Bereich, wo ich sage, Sie schaffen es nicht in Beschäftigung zu bleiben, Sie sind gesundheitlich nicht mehr fähig und jeder von Ihnen kennt einen Fall, wo sich Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer über 50 10, 20, 30, 40, 50, 80, 100 Bewerbungen wegschicken und sie erhalten keinen Job. Deswegen treten wir wirklich für dieses Bonus-Malus-System ein, weil es sinnvoll ist, wie im Koalitionsabkommen festgehalten, dass hier auf Vorschlag der Sozialpartner dementsprechend jene Firmen
entlastet werden bzw. belohnt werden, die ältere Arbeitnehmer beschäftigen und jene, die das nicht machen, dementsprechend einen Beitrag dazu leisten. Und ich hoffe und gehe davon aus, dass nach den Wirtschaftskammerwahlen hier wieder eine gute Gesprächsbereitschaft besteht unter den Sozialpartnern und auch hier das umgesetzt werden kann. Dankeschön. Gewerkschafter Muchitsch sagt, er hat das Vertrauen in die Wirtschaft verloren.